Morgana finden. Heißer. Lass nämlich durch, ich bin Chirurg. Ah, okay. In die Arena. Arena. Das hört sich doch gut an. Ja. Mach schon mal ein Portal, falls du wieder stirbst. Too late. Aber so weit weg vom nächsten Waypoint ist das ja nicht. Die kämpft mit Büchern gegen uns. Die Macht des Wissens. Oder so. Sie ist halt schlau wie Schlumpf. Schlau wie Schlumpf. Schlau wie Schlumpf oder schlau wie Schlumpf? Schlau wie. Gott, habe ich ewig nicht mehr die Schlümpfe gesehen oder gelesen oder gehört. Also das gehört nur wirklich zum Bildungskanon, wenn man das nicht weiß. Ja, ich weiß es ja, aber es ist schon lange Proletarier. Her. Interessant ist, dass es vorher so ein Ladedurchgang ist und danach ist es einfach frei. So, das wird auch definitiv ein harter Boss werden auf Merciless. Oh, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der wird schon auf normal ganz spaßig. Oder meinst du den ich gerade gemacht habe? Den du gerade gemacht hast, ja. Chavron. Ernsthaft? Auf jeden Fall. Na, die ganze Story im Kreuz und alles. Naja. Doch. Also ich fand Piety oder wie die hieß, schlimmer. Ja, na, Piety hat halt die riesigen Ball-Lightnings, die aber relativ langsam sind. Den kann man ausweichen. Und dann muss man relativ dicht an sie rangehen, wenn sie den Laser macht. Und man muss natürlich Move Speed haben. Also Ich habe jetzt nur 20 auf den Boots und dann habe ich noch eine Evasion und Armor Rüstung, die verlangsamt dann auch wieder noch ein bisschen. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen was aus dem Baum hat und nicht verlangsamt wird und dann noch ein bisschen bessere Boots hat, 30 geht, dann ist man schnell genug, um den Laser einfach rumzurennen. Also um Piety rumzurennen, dass man vom Laser nicht getroffen wird. Ich denke, für Mini-Champions wird es relativ hart werden, weil sie dann nämlich auch noch einen Melee-Angriff hat. Also sie macht da Tendrils oder sowas. Glaube ich, irgendwie so war das. Aber Mini-Champions müssen dann wirklich ultra-tanky sein. Die können auch den Ball Lightnings nicht so besonders gut ausweichen, vermute ich. Taha, nicht Serena. Ja, hör auf zu schwafeln, kämpf lieber gegen mich. Ich hätte nicht so weit leveln sollen. Das ganze Vergnügen, mehrere Dutzend Mal zu sterben, bevor man es endlich schafft, das versage ich dir alles. Das versagst du vor allen Dingen dir. Du hast ja darauf gehofft, dass ich elendig leide und die ganze Zeit weine und schreie. Das hast du dir jetzt zunichte gemacht. Jetzt sag das doch nicht so laut. Ja, das darf ruhig jeder wissen. Ich meine, verdient hättest du es ja, muss man auch mal sagen. Ne? Ich lebe aber noch, ich lebe noch. Ich freue mich. Puh, das war es aber stellenweise schon nicht ganz unknapp. Ich sehe es gerade. Jetzt müssen wieder ein paar normale Gegner kommen, damit ich meine Flasks wieder auf. Hast du schön gemacht, schön gemacht hast du das. Ja, ja. Gell? Ich bin sogar im Kreis gelaufen. Das ist gut. So ein bisschen. Wenn man im Kreis läuft, dann schafft man jeden Boss. Ja. Und zwar im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn? Ja, ja. Also haben wir bei Piety gesehen. Wer da gegen den Uhrzeigersinn läuft, ja, total verloren. Aber es macht ja auch keiner. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Ja. Ich glaube, Piety wird tatsächlich deutlich schwieriger werden für viele Spieler,
wenn der Laser im Gegensatz des Uhrzeigersinns laufen würde. Ich würde sagen, warum ist der jetzt andersrum? Ich laufe immer im Uhrzeigersinn. Jede Map, bei jedem Boss immer im Uhrzeigersinn. Und Piety macht es jetzt andersrum? Boah. Es wäre schwieriger, wenn es gewechselt werden würde. So. Also die Richtung, meine ich. Irgendwo habe ich eine Arena übersehen. Ne, da ist ja Piety in die Richtung wahrscheinlich. Einen Gegner bleibe ich nicht stehen. Such Hasso. Nicht so. Wuff. Also doch nicht da, dann da hinten. Ich bin wieder chlorreich in die falsche Richtung gelaufen, wie immer. So, aber da sieht es doch gut aus. Auf der Map sieht das alles so grün aus, als wäre das so bewachsen mit Bäumen oder sowas. Nee, das ist einfach Gülle. Das ist viel unromantischer. Bäume, wo denkst du hin? Wir sind doch jetzt in irgendeinem Bauch quasi. Ja, tatsächlich. Aber ich finde, es sieht grünlich aus. Ja, es sieht grünlich aus, aber. Du meinst, der. Das ist nichts Schönes. Die Bestie hat vorher viel Spinat gegessen oder sowas. Ja, irgendwie so. Oder Bäume. Oder Bäume. Da hättest du deine Bäume wieder. Ah, da ist die letzte. Aber ich glaube nicht. Ich meine, es ist Sommers, Grillsaison. Wer ist denn da mit Unkraut? Ich kämpfe gegen eine dicke Frau. Ist das witzig? Hau ihr auch den dicken Bauch. Das gibt ordentlich Bauchfleisch. Chuck, 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 chuck. Was macht meine letzte Flask noch gleich? Schützt die mich irgendwie? Die gibt Rüstung. Oh, auch nur sehr kurzzeitig, oder? Ja, 4 Sekunden. Ich habe sie nicht mit Quality versehen. Weiß ich, 4,2 oder sowas. Das lohnt sich doch mal gar nicht, oder? Na, man kann schon mal einen Burst so damit abfangen. Aber das sieht jetzt auch nicht besonders nach physischem Schaden aus. Ja, also es gibt da 3 Kreise und jeder dieser Kreise hat einen Fluch. Und wenn du in der Mitte stehst, dann kriegst du alle 3 Flüche auf einmal ab. Ach, danke für und die. Einer der Flüche verlangsamt dich. Einer, da machst du weniger Schaden und bei einem bekommst du mehr Schaden. Das kannst du dann oben. Gibt gleich ein Mana-Problem. Links, du kannst auch mal in die Stadt gehen und die Flask auffüllen. Wenn ist schon alles erledigt. Zu einfach. Zu einfach für dich. Du bist einfach so gut. Ich weiß. Ich bin der Wahnsinn. Das liegt daran, dass ich meinen Charakter so gut gelevelt habe. Ich glaube, so, ich jetzt kann man doch eigentlich hier den kleinen Toy nie wieder. So, auf geht's. Weil du dich in ihn verliebst und ihn nicht wieder hergeben willst. Oh, mein Toy wohl. Haha, Toy ist ein perfekter Killer. So sieht's aus. So, jetzt geht's rein hier. Sind wir ready? Ready, steady, go. Das sieht ja auch heiß aus. Ja, irgendwie einladend, oder? Immer Rinder. Und in der Mitte der Schließmuskel. Wow. Du bist also nah am Exit. Sie kämpft jetzt mit, das ist ja witzig. Ja, du hast sie inspiriert. Warum kämpft die andere nicht mit, die uns aufgefordert hat? Yala? Ja. Weil sie eine blöde Stulle ist.
So einfach. Ja, eben. Wow. Wow. Fick dich. Yay, Hentai-Attack. Wow. Das Tentakelmonster greift an. Und heul dann so. Toll, nein, super. Bitte nicht. Ich bin noch nicht bereit dazu. Du bist gerade gestorben, oder wie? Ja, ich bin gerade gestorben. Hörst du auf zu lachen? Yay! Aber der hat ja immer noch nicht. Der hat ja nicht mehr alle Lebenspunkte dann, wenn man stirbt. Ist ja auch voll lame. Ja, man kann den so ein bisschen cheesen, wie man auf Neudeutsch sagt. Wie jetzt hat er Piety auf seiner Seite oder was? Ja, ja. Ja, wie assi ist denn das? Na, Piety ist halt ein Wechselwähler. Ah. Und wie es aussieht, hat er vor allen Dingen ein Schild, der ihn unverwundbar macht. Ja. Aber er kann dich natürlich trotzdem angreifen. Toll. So toll. Übrigens Hintergrundinfo zu diesem Boss. Die Firma Grinding Gear Games, die das Spiel rausgibt, die verschenkt zwei Notebooks von, was war das, Alienware oder sowas. Also schon fette Gamer-Notebooks. An die ersten beiden Leute, die Malakai auf Merciless platt machen. Auf Hardcore natürlich. Ach. Sobald die Beta fertig ist dann aber, oder? Ja, sobald die Beta fertig ist. Na, aber man kann ja jetzt schon mal ein bisschen üben. Nur, ja, also vorher war halt Dominus schon ein echter Angstgegner. Also Dominus finde ich immer noch hart. Und auch in den Maps, wo Dominus dann nochmal wiederkommt. Also meistens skippe ich sie, also manchmal traue ich mich doch, ihn zu machen. Aber Dominus ist normal, ein guter, harter Boss eigentlich. Und Malakai ist aber viel, viel, viel härter als Dominus. Ja, das ist er. Sogar auf normal. Also Dominus hat ja wirklich schon ein ganzes Sammelsurium an Skills, die exzellent zusammenarbeiten und wo man mit bestimmten Champions wirklich weinen geht. Aber Malakai ist wirklich echt lustig noch. Der ist mal eine Nummer besser. Du weißt aber, dass du erst Piety verprügeln musst. Echt? Ja. Okay. Also er hat dann halt noch diesen Schild und du wirst ihm keinen Schaden machen. Gar keinen? Gar keinen. Null. Okay, dann nochmal danke für den Hinweis. Ich hätte es nicht sagen sollen, oder? Es wäre viel spannender gewesen, wenn... Es wäre witziger gewesen, in der Tat. Es ist noch aber eine halbe Stunde vorenthalten. Ich wäre ja irgendwann von selbst drauf gekommen, garantiert. Eigentlich mag ich es lieber, von selbst auf Sachen zu kommen. Ich bin immer ein bisschen aggro, wenn man mir zu viel sagt. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und wir gehen in die Stadt. Oh shit, ich wollte ja nicht durchs Teleport wieder zurück. Oh! Nee, du wolltest lieber sterben. Sie ist angekratzt jetzt, aber sie kämpft trotzdem wieder auf für mich. Das ist voll nett von ihr. Das ist ja witzig. Ja, total. Ja, die ist mal cool im Gegensatz zu der. Boah, ey. Na, die überlegt sich das halt. Wenn man einmal bei dem eingerät, das ist ja ganz, ganz furchtbar. Also sowohl du als auch Malakai, ihr müsst beide Überzeugungsarbeit bei Piety leisten. Oh, was ist denn da passiert? Wir können mal gleich beim Vendor gucken und mal schauen. Nein, ich schaff das jetzt. Nein, wir schauen, ob die eine schöne Flask haben. Statt der Granite Flask. Also Rüstung. Du musst einfach länger im Kreis rennen. Rüstung ist vielleicht nicht das Entscheidende in dem Moment. Und wir können mal vielleicht einen Skill austauschen durch Flame Blast. Nein, ich muss nur ein bisschen besser aufpassen. Das ist alles schon okay. Mhm. Ich will jetzt keine Pause machen, ich will ihn jetzt platt machen. Das wird schon, keine Angst, ich schaff das schon. Ich muss nur, wenn er diesen komischen
diese komischen Tentakelviecher losschickt, ein bisschen mehr Abstand halten. Ja. Sprach's und rannte direkt rein. So sieht's aus. Also das wird auch ein interessanter Boss, wenn man Melee-Champs spielt. Weiß ich nicht, wie die sich von Grinding Games jetzt so vorgestellt haben. Wenn man die ganze Zeit davor steht und dann, Tentakel. Alle meine Körpereröffnungen werden von Tentakeln heimgesucht. Irk. Oder so ähnlich. Jetzt kommst du mir so. Wir sind hier nicht in einem Drittklasse-Hentai, ja. Ist auch so witzig, wenn es halt über die halbe Arena über die halbe Arena geht und er in der Mitte steht. Ja. Also. Ja. Also ich muss sagen, der macht schon Spaß. Der ist cool. Siehst du, jetzt weiß ich aber auch wieder, warum ich so unzufrieden war mit diesen anderen zwei Viechern. Weil das ist jetzt ein richtiger Endboss. Den nehme ich auch ernst und so. Also, dafür, dass Normal ja, eigentlich ein ausgedehntes Tutorial ist und es dann auf Merciless eigentlich eher so losgeht, fand ich die anderen beiden auch schon nicht ohne. Nee, also jetzt geht's mal, das ist ja gar kein Vergleich. Also, der wäre jetzt auf Hardcore richtig witzig gewesen, hätten wir aber vorher ordentlich leveln müssen, du. Auf Hardcore weiß ich auch nicht, wie man das machen soll. Levelt man dann bis Level 50 oder so? Bis man sich überhaupt rantraut an Malakai? Ja, schon. Oh, und jetzt geht's weiter, du oder? Hast schon ziemlich gutes Gear. Also, für Normal ist es schon wirklich gut. Also ist jetzt noch nicht voller Uniques und sowas, wie es dann wäre, wenn man... Was? Du hast gewonnen? Nee, jetzt wird's richtig spannend. Oh, jetzt wird's richtig spannend. Er war ja vorher noch nicht schwer genug. Jetzt muss man ja hier unten nochmal weitermachen, aber er verträgt weniger hier unten. Es wirkt jetzt nicht so, als ob es jetzt hier nochmal unbedingt krass schwerer wäre. Oh ja, aber der Stormcrawl ist schon ziemlich groß. Dass diese Arenen auch so klein sein müssen. Ah, okay, jetzt ist er unbesiegbar, oder wie? Und die andere ist aber nicht da. Mal gucken. Könntest du mich bitte am Leben lassen? Danke. Also der meint es wenigstens ernst, der will einen wirklich töten, glaube ich. Also ich kaufe ihm das schon ab. Das ist auch schwer zu vergleichen, weil es auch sehr gearabhängig ist, aber das ist schon Aziri-Level-Schwierigkeit. Das ist sehr spaßig. Doch, auf jeden Fall. Nein! Ey, Mann! Boah, also, da kam sie und da ging sie auch schon wieder. Was soll denn der Mist? Sie kam, sah und kam gleich wieder. Und starb. Und nochmal wieder. Und nochmal. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt habe ich vergessen, meinen Golem zu machen. Natürlich. Halt, ja, wir gehen einfach mal so runter. Ja, gut, Lumi. Und jetzt nehmen wir doch unser Schild aus der Fassung. Ey. Ich will nichts sagen, aber irgendwann wirst du anfangen, müssen den Baum zerstören. Schriftrollen zu farmen. Oder, Portale zu farmen. Aber nie. Ich muss jetzt erst diesen blöden Baum fertig machen, oder was? Verstehe ich das richtig? Ach, bezieht davon aus, ich sehe es nicht was? So richtig. Du weißt doch, worum es geht, eigentlich. Tatsächlich, ja. Du wirst wahrscheinlich erst den Baum fertig machen müssen. Und das wusstest du jetzt nicht? Nö. Das war mir nicht so klar. Und da gibt's drei von diesen Bäumen, ne? Das kann ja noch was werden. Ich kann den Baum. Du kannst direkt durch den Wegpunkt gehen. Du brauchst keine Portale für ihn. Ja. Genau. Ansonsten hätte ich gesagt, dass du mal das Portal-Gem mitnehmen sollst, dass du das Jam. Nee, das geht schon. Die Rollen. Ansonsten, wenn also, die Schriftrollen alle, dann. Hä? Ah,
würde Malakai resetten, wenn du neue Farm. Was habe ich denn? Ach, das. Oh, ich hab Mist gebaut. Deshalb. Ja, okay. Alles klar. Jetzt wird die Sache leichter. Jetzt habe ich gecheckt, wie der Hase läuft. Ich noch nicht? Doch, ich hab aus Versehen mein Schild rausgenommen und damit hat sich mein Skill von der Taste verlegt, auf den ich ihn hatte und deswegen konnte ich den Baum nicht richtig zerstören. Ach so. Zumindest nicht so gut, wie erforderlich gewesen wäre. Und jetzt habe ich den Baum richtig zerstört und jetzt kann ich bei ihm wieder ran. Und jetzt kann ich auch nochmal sterben zwischendurch, weil das macht ja so viel Spaß. Ne? Ja, jeder hat da seine Hobbys, ne? Aber cool. Doch, also mit dem bin ich jetzt total super mega zufrieden. Ich bin auch zufriedener als mit dem Dominus-Pla-Typ. Ich fand Breath of Exile auf normal immer zu leicht. Und jetzt kann ich nicht mehr meckern. Das ist gut. Habt ihr gut gemacht hier, Entwickler und so. Lumi stirbt oft, Lumi ist glücklich. Ich bin auch glücklich. Man muss ja auch mal sagen, wenn man was gut findet, ne? Ich meckere ja sonst immer. Und du hast auch schon die ersten 10% seiner Lebenspunkte abgezogen. Ich hatte vorhin mehr, aber der lädt sich durch die Bäume wieder auf. Und der wird nach und nach die einzelnen Bäume aktivieren und dann bauen die Bäume sich auch wieder auf. Und das wäre natürlich übel. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass ich die Bäume nach und nach dann platt machen muss und dann hat er irgendwann keine mehr und dann geht das auch ohne. Hätte ich jetzt getippt. Na, der eine sieht ja schon ziemlich... Aber der zuckt so. Ich habe Angst, dass der sieht aber ziemlich kaputt aus im Vergleich zu vorher. Ja, wie gesagt, ich nehme mal an, der wird jetzt nach und nach jeden dieser drei Bäume da in Beschlag nehmen. Ja. Ach, siehst du, jetzt ist er nämlich wieder unsichtbar. Unbesiegbar. Unsichtbar, na, so weit kommt's noch. Und dann zieht er Lebenspunkte. Und jetzt muss ich... Genau. Und dann lädt er sich wieder auf. Und jetzt muss ich erstmal diesen Baum holen. Vielleicht kriege ich den sogar hin, bevor er sich komplett aufgeladen hätte. Das wäre natürlich cool. Aber er greift während er sich auflädt immer noch an. Doch, greift er auch an, ja. Was natürlich sehr witzig ist. Und zwar auch gar nicht so unnett. Bei Aziri ist es so, dass die halt auch so eine Aufladephase hat, aber man kann zum größten Teil verhindern, dass sie sich auflädt. Und in der Zeit greift sie aber auch nicht an. Okay, jetzt langt's. Jetzt langt's. Jetzt reicht's, Malakai. Jetzt habe ich die Faxendicke hier. Ja, so geht das nicht weiter. Und jetzt wechselt er in seine nächste Form und wird noch brutaler und haut noch mehr zu. Ich werde ihn umso toller finden, aber ich werde ihn auch umso eher kaputt machen wollen. So Schlappschwanzgegner, die gleich umfallen, das macht ja keinen Spaß. Das ist ja cheating hier. Komm her, stirb! Oh, nein, ich meine nicht mich, Es wird witzig, wenn es Maps gibt mit Malakai und man nur 6 Portale hat, durch die man gehen kann. 6 Portale? Ja. Bei Maps ist es so, dass man in seinem Hideout oder am Anfang noch in so einem bestimmten Level, die noch zu den Quests gehören, dass man da so ein... Wie heißt das ganze Ding? Ich weiß die Namen da nicht. Jedenfalls steckt man da in so ein Planschbecken seine Map rein. Das ist so ein Gegenstand. Und dann öffnen sich 6 Portale. Und wenn man durch eins durchgegangen ist, dann verschwindet es anschließend. Und wenn Malakai ein Endboss auf irgendeiner Map wird, was ich annehme, vor allen Dingen nehme ich an, dass es irgendein Level 81 Map wird oder so. Man dann nur 6 Portale hat, dann wird es schon echt schwierig, ihn zu besiegen. Och. Ja, wir laden uns jetzt wieder auf, klar. Lumi darf ja nicht gewinnen. Och, Mann. Ist es eigentlich, mit jemandem zu sprechen, der alle 2 Sekunden quietscht, weil er stirbt? Hallo? Aura? Ja. Vielleicht soll ich nicht diese Frostaura verwenden. Hast du noch irgendwas anderes? Ich muss mal nachgucken, was er tatsächlich für Schaden macht. Also sieht mir zwar schon nach physischem Schaden aus, aber nicht so richtig nach Feuer, oder?
der Blitz. Nein, ich glaube, es ist... Dann mach mal Determination an als nächstes. Und Arctic Armor aus. Wenn ich ihn jetzt nicht kriege. Nein, ich kriege ihn nicht. Oh, ich renne weg. Hilfe. Hilfe! Okay. Was soll ich anmachen? Nee. Wenn du tot bist, kannst du es machen. Ja, ich bin ja quasi... Ich bin ja gerade in die Stadt zurück. Was? Determination. Disziplin. Naja, genau, Disziplin, nicht Determination. Determination wäre Rüstung. Oh Gott sei Dank. Aber Disziplin ist auch so. Gut. Gib dir ein paar hundert Energieschild dazu. Ich habe jetzt Arktik und Disziplin, ne? Das geht beides gleichzeitig. Ja, das geht, aber dann wird mehr Mana reserviert. Und, Du kannst es probieren, aber du musst dann kontinuierlich Mana-Flasche trinken. Ah, okay, ich sehe. Probieren's mal. Ich glaube, er ist eh gleich fertig. Ich habe jetzt den dritten Baum. Also, na gut, bevor ich den mache, würde ich mich auch nochmal vorher informieren, was für einen Schaden der eigentlich macht. Also bevor du den machst, vor allen Dingen bevor du ihn Hardcore machst, solltest du dich nochmal ein bisschen belesen. Ich glaube, ich werde den wahrscheinlich nie auf Hardcore machen. Sag das nicht. Ich glaube schon, dass der geht. Also man sollte halt nur 30 Level über ihm sein. Ja, bloß. So, ich werde es nicht machen. Also ich werde Awakening auf Softcore spielen. Nein. Also doch, kannst du ruhig machen, aber... Auf Hardcore gibt es halt so einen neuen Mod, der nennt sich Tempest. Und das ist so ähnlich wie... Geh doch! Wie die Schreine. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Mensch. Ja, sprich ruhig. Das ist doch kein Benehmen. So, also Tempest ist so ähnlich wie die Schreine. So, man hat halt... Schreine, alles klar, ich höre dir zu. Oder irgendeinen Mod. Und den können sowohl die Monster haben, als auch man selber. So ganz grob ist es also ähnlich wie Schreine. So, ganz ungefähr. Und Warbands ist der Mod für die Softcore League. Oh Gott, ey. Ja. Und Warbands ist so ähnlich wie, Unique Bosses oder Exiles. Ist halt eine Gruppe von Unique Bosses, die herumläuft. Und die sind aufeinander abgestimmt und so, und die werden auch sicherlich eine harte Nuss sein, aber im Grunde sind es Unique Bosses, die man verprügeln kann, anstatt einem passiven Buff oder Mod. Ja, man kann um den Tempest-Mod noch drum herum spielen. Man kann ein Monster reinziehen, wenn es was Schlechtes ist, und man kann sich selber reinstellen, wenn es was Gutes ist und so weiter, aber halt passiv irgendwie die Stats verändern, finde ich ein bisschen langweilig. Das ist für mich weniger interessant. Abgesehen davon, dass ich Hardcore sowieso nicht so interessant finde. Weil man dann die spannenden Dinge nicht so gerne machen möchte. Sowas wie harte Bosse, schwierige Maps. Ich glaube, die werden den noch leichter machen. Die lassen das nicht so. Ja, das gab schon in der Vergangenheit, dass sie Sachen am Anfang zu schwer gemacht haben. Also ich finde ihn cool so. Ich habe ihn jetzt auch gleich. Aber da werden wieder einige Leute rumweinen. Ich denke, auf Normal werden sie den sicher leichter machen. Aber auf Merciless bin ich mir nicht so sicher. Die wollen ja eine Herausforderung haben, also... Ich habe ihn! Es soll halt nicht so sein wie mit Dominos, dass man sich mal eben jemanden zieht auf Level 85 oder so. Gehe ich jetzt zu dem Twilight Stand oder rede ich nochmal mit jemandem zum Abschluss? Wie du möchtest. Also eigentlich Twilight Strand. Kann man nicht mit ihr nochmal sprechen? Du kannst auch erst zum Twilight Strand gehen und dann den Wegpunkt nehmen, um zu ihr zurückzukommen. Ach so. Da wird dann auch gleich einer sein. Ich hab's geschafft! Yay! Freu dich mit mir! Oh mein Gott. Das war ja einfach. Nein, das war's mal richtig cool. Happy.
Happy. Ja, genau so was hatte ich mir gewünscht. Deswegen war ich ja so enttäuscht. So. Ah, sehr cool. Okay, mit dem können wir auch nochmal reden. Mit dem will ich jetzt aber gar nicht reden. Ich will eigentlich mit ihr nochmal reden. Und um nochmal ganz kurz in diese Abschlusssequenz reinzugucken. Kommen wir dann die Credits und der Kram. Was ist das eigentlich für ein Lied, das im Hintergrund läuft? Oder welche... Ist das... Ich habe irgendwie auf Iron Maiden getippt, aber ich weiß es nicht. Du weißt sowas bestimmt. Ich höre nichts. Sag was. Naja, am Ende meine ich. Ah, jetzt redet sie, warte. Ich habe keinen Sound dran. So, abgesehen von dir. Ach so, ja. The blackest shadow. My Malachi is dead. I knew it, felt it, understood it the moment you struck the final blow. I am, I was, the Gemlin Queen, and now my king is dead. We dreamed only the greatest dreams, Malachi and I. A truly eternal empire, eternal life, eternal love, a future no longer afraid of the past. Eternal lies, eternal loss, those are our true gifts to rake last. This land could not have asked for a worse king and queen. Rayclast leaves the past behind it now. Malachi's past. My past. It thanks you, not a cockroach. It loves you. I wish, I wish, I wish that I could do the same. No love. Düster, düster. Also im Grunde ein Happy End. Yay, alle freuen sich. Abspann her. Ich krieg keinen Abspann. Warum krieg ich keinen Abspann? Bist du ein Abspanner? Yes. Ja, total. Vielleicht musst du durch das Portal gehen. Durch welches Portal? Na, warst du jetzt schon am Strand? Nee, ne? Ja, doch. Und da kam keiner? Guckst du mir nicht zu? Nein, da kam keiner. Tatsächlich habe ich dir ganz kurz nicht zugeguckt. Es tut mir sehr leid. Nein. Ja, dann wirst du wohl ohne Abspann leben müssen. Ich will aber nicht ohne Abspann. Ja, wo sind denn die Credits? Wo sind denn die Credits hin? Ja, aber das ist doch nicht fair. Kann ich mit der Piety nochmal sprechen? Oder ist sie jetzt tot? Piety. Piety ist hinüber. Vielleicht muss ich mit der ja nochmal sprechen. Nee, die ist tot. Okay, ich krieg keinen Abspann. Na gut, dann... Ein Jammer. Verabschieden wir uns ohne Abspann. Oh, danke, Olaf, fürs Leihen deines Accounts. Nicht zu danken. Wenn es nach dem Endboss nochmal ein weiterer Endboss gibt, dann darf ich wieder ran. Es war mir ein Vergnügen, dich jammern zu sehen. Das glaube ich dir. Ja, gut. Gut, dann tschüss. Bye, bye.